Heute ist ein schwarzer Tag für die Sicherheit in der Schweiz. Das ENSI hat heute entschieden, dass das AKW Betznau trotz einem mangelhaften Reaktordruckbehälter, also einem Herzstück der Anlage, wieder ans Netz darf. Ausgerechnet das AKW Betznau, das ohnehin schon eine sehr lange Mängelliste von Elementen mitbringt, die den Ansprüchen von heute nicht mehr genügen. Schon heute wird das AKW Betznau bei einem Unfall mehr radioaktive Strahlung an die Umwelt abgeben, als das Gesetz eigentlich erlauben würde. Aber auch die AXPO, die das AKW Betznau betreibt und eigentlich den Kantonen gehört, zeigt Starrköpfigkeit. Das AKW Betznau ist weder für die Versorgungssicherheit nötig, noch ist es rentabel. Bedenklich ist, dass der AXPO nicht nur das ENSI, sondern auch der Bundesrat unter die Arme greift. Er revidiert momentan genau die Sicherheitsvorschriften, die den Strahlenschutz des AKW Betznau betreffen und sorgt damit dafür, dass das AKW im heutigen Zustand noch über Jahrzehnte betrieben werden könnte. Die Nähe von Regierung, Betreiber und Aufsicht ist ein echtes Problem für die Sicherheit. In Japan hat sich gezeigt, dass die Verstrickungen erst den Nährboden für das Unglück von Fukushima gelegt haben. Wir wehren uns dagegen, dass in der Schweiz diese Warnungen einfach in den Wind geschlagen werden.